Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Vorbereitung auf die Inverted Classroom and Beyond, die im Februar 2021 von der FH St. Pölten als Online-Konferenz ausgerichtet wird. Ich bin Iris Neiske, arbeite in der Hochschuldidaktik der Universität Paderborn und gehöre zum Organisationskomitee dazu. Ich freue mich besonders, heute Stefan und Isabel hier zu haben, die einen Beitrag bei der ICM and Beyond liefern werden. Gut, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen? Also, ich fange einfach mal an. mein Name ist Grundschüber Isabel und ich bin stellvertretende Leitung des Zentrums für angewandte Forschung und Innovation in Lifelong Learning am Department für Weiterbildungsforschung und Bildungstechnologien. Und ja, Stefan, magst du gleich weitermachen? Ja, natürlich gerne. Stefan Oppel, mein Name. Ich bin Professor für technologiegestütztes Lernen an diesem Department, leite auch dieses Department. Genau, und vom Hintergrund her Informatiker, genau an der Schnittstelle, nämlich Isabel mit dem pädagogischen Hintergrund, den sie mitbringt, und dem technischen Hintergrund, den ich mitbringe, bewegt sich dann auch unser Beitrag. Genau. Ja, sehr schön. Ihr werdet im Diskursforum einen Beitrag haben. Was ist euer Beitrag genau? Also was erwartet uns, wenn wir uns in euren Slot einwählen? Also wie Stefan schon gesagt hat, ist es ja so, dass Stefan so ein bisschen die informatische Komponente mit reinbringt und ich die didaktisch-pädagogische. Und da aus beiden Welten haben wir das sozusagen das Beste zusammengebracht oder haben versucht, das Beste zusammenzubringen. Und zwar haben wir jetzt gemerkt, also ich fange mit der Problemstellung, mit dem Kontext an, haben wir jetzt gemerkt, während Covid-19 musste einfach sehr spontan, mussten neue Lerndesigns erschaffen werden. Und da wurde sehr oft die Präsenz imitiert im virtuellen Raum, digital imitiert. Und das hat zu gewissen Problemen geführt. Also es gab da auch durchaus so Petitionen gegen das reine Online-Lernen und Lehren. Da hieß es auch, dass es zu wenig persönlich ist, dass man nicht das Gleiche rüberbringt. Ja. Und ja, es gab dann durchaus einfach aus der Not heraus auch diese Lösungen, wo einfach mal 8 Stunden lang durchgezoomt wurde. Und da merkt man halt, da werden die Möglichkeiten, die es gibt durch digitale Werkzeuge und Plattformen, nicht ausgeschöpft. Also durchaus auch für den persönlichen Austausch könnte man da viel mehr machen, auch viel mehr in Richtung Online-Sozialisation. Das wurde noch nicht so richtig oder oftmals noch nicht so richtig umgesetzt. Und was wir uns jetzt mal angeschaut haben, ist, passt die Medienwahl eigentlich zu diesen Lern-Lehraktivitäten, die man umsetzen möchte? Und da hat sich die MST, die sozusagen der Stefan mitgebracht hat, als sehr gutes Analyseinstrument ausgezeichnet. Und das haben wir pilotiert auch in einer Lehrveranstaltung in unserem Masterlehrgang E-Education. Stefan, magst du vielleicht ein bisschen was ausführen zu MST? Ja, also die MST, die Media Synchronicity Theory, also da steckt dieser Medienbegriff drinnen, ist eine Theorie, die ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik tatsächlich kommt und sich damit auseinandersetzt, wie Kommunikationsprozesse oder unterschiedliche Arten von Kommunikationsprozessen adäquat durch digitale Medien unterstützt werden können. Ich selbst, wie gesagt, quasi aus der computerunterstützten Zusammenarbeit kommend, habe das als sehr wertvolles Werkzeug wahrgenommen und erlebt, um eben kollaborative Settings zu planen und deren Unterstützung zu planen. Die Idee war dann, und das haben wir eben ausprobiert, eigentlich schon vor der Corona-Zeit, muss man dazu sagen, ist diese Idee entstanden. Und dann ist uns Covid dazwischen gekommen, so tragisch die Auswirkungen oder so fundamental die Auswirkungen waren. Für das war es tatsächlich jetzt ein Glücksfall, wenn wir da jetzt pilotieren konnten und diese Ideen, die wir hatten, ausprobieren konnten. Und diese Media Synchronicity Theory und ihre Dimensionen, ihre Analyseaspekte, die sie betrachtet, auf Lehr- und Lernszenarien anzuwenden. Und wir haben quasi versucht, uns
konkreten Lehr-Lehr-Szenarien strukturiert so anzunähern, dass man sagen kann, okay, ich habe diesen Lehrbedarf, diesen Lernbedarf und möchte adäquat dazu passende Werkzeuge auswählen. Wie gehe ich denn strukturiert vor? Ja, aber das heißt, ihr richtet euch dann eher als Weiterbildner an die Lehrenden, dass die sich entsprechend die passenden Tools mit eurer Hilfe raussuchen können. Genau, richtig. Also da schauen wir wirklich ganz genau noch drauf, was ist eigentlich das Lernergebnis, das man erreichen möchte? Welche Lern-Lehraktivitäten sind da geplant, damit man diese Lernergebnisse erreichen kann überhaupt? Und dann muss man sich auch echt überlegen, welches Medium ist denn dafür passend? Welches Medium kann das unterstützen? Und ja, und je nachdem, was für eine Art Kommunikationsprozess da notwendig wird, muss man sich dann überlegen, welches Medium da passt. Und da passt vielleicht nicht immer Zoom. Weil Zoom ist höchst synchron und gleichzeitig. Das hat man sehr wenig Zeit zum Nachdenken. Aber gerade wenn man Dinge sickern lassen muss, damit man sich eine Meinung bilden kann, damit man das in die bisherige Wissensstruktur eingliedern kann, da passt das vielleicht nicht gut. Aber wenn man eine Entscheidung fällen möchte in einer Gruppe etwa, ja, und da eine Konvergenz sozusagen, ein gemeinsames Sinn, also gemeinsamen Sinn erzeugen will, da passt natürlich Zoom etwa als synchrones Medium sehr gut. Also nur um so einen kleinen Ausblick so auf unseren Beitrag. Habt ihr dann so Entscheidungsbäume, Entscheidungsmatrixen erstellt, nach denen sich die Lehrenden sozusagen selber überlegen können, welches digitale Werkzeug sollte ich jetzt für meine Lehre einsetzen? Oder ist das in der Regel dann eher, dass die mit einem speziellen Beratungsbedarf bei euch in der Weiterbildungsberatung auftauchen und ihr sie dann vor Ort beratet? Ich würde meinen, für einen Entscheidungsbaum ist es zu komplex tatsächlich. Vielleicht ist es mehr ein Analyseraster, den man anwenden kann, der quasi ein Stück weit durchleitet durch diesen Prozess. Man kann diesen Prozess schrittweise beschreiben, die notwendigen Analyseschritte, die notwendig sind, festmachen und dann da drinnen damit diese Analysewerkzeuge verankern, so wie die Isabel schon erwähnt hat. Also es gibt grundlegende Unterscheidungen in dieser Media Synchronicity Theory zwischen Conveyance und Convergence wird es dort genannt, also diesen vermittelnden Prozessen, die ganz spezielle Anforderungen an Medien mitbringen und den Convergence-Prozessen, also denen, wo ein gemeinsames Bild entstehen soll, wo zu einer Entscheidung zum Beispiel gefunden werden soll, die wiederum andere Anforderungen mitbringen. Eine Dimension davon wäre eben die unmittelbare Synchronizität, so wie wir gesagt haben bei Zoom. Eine andere wäre, kann ich mir die Inhalte irgendwie wieder abrufen? Also geht das verloren, was gesagt wurde, oder ist das nach wie vor da? Habe ich die Autonomie, mir das als Lernender dann in diesem konkreten Fall wieder abzurufen? Und auf der einen Seite auf die didaktischen Settings draufzuschauen und sagen, was brauche ich denn? Und auf der anderen Seite auf die Werkzeuge draufzuschauen und zu sagen, was bringt das Werkzeug mit? Und dann über genau diese Analysedimensionen diesen Match zu machen, das ist das, was dieser Ansatz leisten kann. Und ich denke, genau das ist der Punkt auch. Also diese Werkzeuge, das macht die Dimension der Werkzeuge in den Vordergrund rückt und die Funktionen, die diese Werkzeuge bieten. Sprich, man überlegt sich dann eigentlich anhand der Anforderungen, die man hat, aufgrund des didaktischen Designs, welches Set an Werkzeugen man vielleicht braucht, beziehungsweise eigentlich, welche Funktionen die haben müssen. Und da reicht vielleicht nicht ein einziges Werkzeug, braucht man vielleicht mehrere Werkzeuge. Das kommt halt drauf an, auf die Funktionalitäten, die da angeboten werden. Also man hat eine andere Perspektive eigentlich, die wir da einnehmen. Ja? Man tappt vielleicht nicht so leicht in dieser Falle, nur weil ich ein Werkzeug kenne, das dann für alles anwenden zu wollen, obwohl es eigentlich gar nicht passt, ne? Weil das dann ganz klar sichtbar wird, ob da eine Lücke bleibt, ob da eine Passung da ist oder nicht. Ja. Und vor allem, es reicht doch nicht, ein Werkzeug zu kennen, weil dieses Werkzeug, das ist vielleicht in 2 Jahren nicht verfügbar oder veraltet und so weiter, aber das im Funktionendenken, das wird einem immer helfen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Bei der Diskurswerkstatt werdet ihr ja im ersten Schritt sozusagen euer Projekt vorstellen. Worüber wollt ihr dann im Anschluss mit den Teilnehmern der Diskurswerkstatt diskutieren? Genau. Also
Wir werden wahrscheinlich diskutieren darüber, welche Herausforderungen es da gibt bei der Anwendung der MST auf didaktische Designs. Weil wie gesagt, die MST kommt ja eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik und hat einen ganz starken kommunikationstheoretischen Aspekt auch. Ja. Und da haben wir auch schon gemerkt in unserer Lehrveranstaltung, wo wir das pilotiert haben, dass es da durchaus Schwierigkeiten gab, wie das interpretiert wird dann in einer Lern-Lehr-Situation. Und genau diese Herausforderungen, aber auch die Vorteile, die sich ergeben, die wollen wir gerne diskutieren mit den Teilnehmenden. Genau. Genau, so Dinge wie, was ist denn ein Kommunikationsakt? Ja, ist das Abgeben eine Aufgabe? Ist das Stellen eine Aufgabe ein Kommunikationsakt? Weil es halt quasi asynchron auch passiert. Oder ist das etwas, wo eigentlich keine Interaktion abläuft? Und genau das aufzulösen oder ein Stück weit Hilfestellung oder Ideen zu sammeln, Ideen zu generieren, wie man genau dieses Verständnis, wie dieses Werkzeug helfen kann oder wie es angewendet werden kann. Da Ansätze zu sammeln, das wär interessant in der Diskussion nochmal aufzugreifen, weil das tatsächlich der Punkt ist, an dem wir jetzt auch gerade stehen. Also ja, das funktioniert grundsätzlich, aber nein, das ist noch nichts, was man einfach in den Raum stellen kann und jeder kann es verwenden, weil es halt noch seine Ecken und Kanten in der Verwendung hat. Okay, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, vor allem eins, was sicherlich auch die nächsten Jahrzehnte dabei bleiben wird, weil es ist immer die spannende Frage, welches Werkzeug kann ich tatsächlich nutzen und welches Werkzeug ist jetzt gerade für meinen Lernzweck am förderlichsten. Isabel, du hattest so schön gesagt, es ist schön, wenn ich das Werkzeug super kenne, aber wenn es das in 2 Jahren oder in 5 Jahren nicht mehr gibt, habe ich ein Problem und wenn ich über die Funktion gehe, ist es natürlich an der Stelle ja, wesentlich sinnvoller. Und ja, auch wenn die Lehre aktuell sehr digital ist, gehe ich davon aus, dass viele Vorteile der digitalen Lehre einfach auch in Zukunft ja, bleiben werden. Wie schätzt ihr das ein? Ich denke auch. Also da ist jetzt gerade viel Potenzial dafür, aber auch viel Potenzial da, genau mit diesem Ansatz, sich die Vorteile in die Präsenzlehre zu holen. Also es ist ja, digitale Lehre ist ja nicht automatisch Remote-Lehre oder Distance Learning. Hat ja ganz viel Potenzial für synchrone Settings, für Settings, wo wir am gleichen Ort sind. Und da gibt es noch ganz wenig tatsächlich im operativen Lehren und Lernen angekommene Ansätze. Ja, und ich glaube nicht, dass uns da die Arbeit ausgehen wird, tatsächlich. Ja, das Genau. stimmt. Ja, super. Vielen Dank an Isabel und Stefan für die Vorstellung von eurer Session. Für alle Zuschauer kann ich nur sagen, wenn ihr dabei sein möchtet, meldet euch einfach direkt an. Die Anmeldung ist offen für die Inverted Classroom and Beyond, die nächstes Jahr von der FH St. Pölten am 23. und 24. Februar ausgerichtet wird. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich möglichst viele begrüßen darf und freue mich dann schon, Stefan und Isabel wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Vielen Dank. Dank.